Willkommen bei AI-Tipps und Tricks. Wusstet ihr, dass euer Google Pixel 6 einen Reverse-Charging-Modus hat? Das bedeutet, dass euer Google Pixel 6 auch andere Geräte kabellos aufladen kann. Also wirklich total cool. So könnt ihr zum Beispiel eure AirPods oder Google Buds oder irgendwas direkt mit eurem eigenen Google Pixel aufladen. Wie das genau funktioniert, das zeige ich euch in diesem Video. Viel Spaß! So, dann schauen wir uns doch mal gemeinsam an, wie ihr mit eurem Google Pixel 6 andere Geräte aufladen könnt. Und zwar kabellos und egal, ob das jetzt Kopfhörer sind oder ob das ein anderes Handy ist. Wichtig ist nur, dass dieses andere Gerät eben kabelloses Laden unterstützt. Das merkt ihr einfach daran, wenn ihr einen Keycharger habt und es einfach drauflegen könnt und dann lädt das auf. Wenn das funktioniert, dann sollte das alles gar kein Problem sein. Das müssen wir aber natürlich bei dem Google Pixel 6 erst einmal einstellen und dafür wechseln wir einmal in die Einstellungen. Wenn wir in den Einstellungen sind, gehen wir hier auf den Punkt Akku. Ich drücke da jetzt einmal drauf und dann haben wir hier diesen Punkt Akku teilen. Das ist momentan ausgeschaltet und ich kann das Ganze nun einschalten. Akku teilen erlauben, ich schalte das Ganze einmal ein und dann steht hier schon andere Geräte auf die Rückseite deines Pixel legen und aufladen. Besonderheit ist, Funktion Akku teilen beenden, sobald das Smartphone den folgenden Akkuzustand erreicht, 10%. Das heißt, ich will ja natürlich vielleicht nicht, dass ich vielleicht meine Kopfhörer auflade, aber dann mein eigenes Handy dann komplett leer ist. Also kann ich jetzt hier auch einstellen, zum Beispiel bis 15% kann eben das Gerät, das andere Gerät laden. Und hier steht, du kannst deinen Akku beispielsweise mit kompatiblen In-Ear-Kopfhörern oder anderen Smartphones teilen. Also das ist natürlich klar, dass dadurch mein eigener Akku schneller leer geht. Und wie funktioniert dann der Rest? Relativ einfach. Wir drehen einmal das Handy um und jetzt habe ich hier AirPods, die auch kabellos aufgeladen werden können. Und dann lege ich das einfach drauf und dann seht ihr auch schon, da geht hier das rote Lämpchen an. Und ihr könnt natürlich auch ein anderes Handy drauflegen, was auch immer. Und dann könnt ihr eure Geräte ganz normal kabellos aufladen. Also meiner Ansicht nach eine super coole Sache, dieses Reverse Charging, was eben das Google Pixel 6 anbietet, könnt ihr ganz einfach ein- und ausschalten. Ja, das war's dann auch schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.